Willkommen zurück zu Wiesn Planet, der Welt der Wirtschaftssimulationen, Aufbau- und Strategiespiele. Dieses Mal Business Magnets in der Tesla Challenge und ich habe offscreen einiges bestellt, habe mich ein paar Mal verklickt, aber insgesamt haben wir jetzt von jedem hier rund 1000 Stück, was dann geliefert wird. Das war Arbeit, könnt mir glauben, das war übel. Und ich hoffe, das reicht ein bisschen. Wir haben natürlich weiterhin die knapp 1000 offenen Bestellungen, weil einfach die Produktion zu lange leer lief, weil irgendwas gefehlt hat. Na gut, habe ich auch nicht ganz aufgepasst, ist auch mein Fehler. Aber ich glaube, so langsam kriegen wir das im Griff. Hier, Kleinwagen, sind wir der Marktführer, bei den Kompaktwagen auch. Da läuft er jetzt richtig gut, seitdem der eine Konkurrent vom Markt gegangen ist. Das freut mich sehr und ja, ich bin relativ optimistisch, dass Tesla eine rosige Zukunft haben wird. Wir werden deshalb gleich nochmal 30 Leute in der Produktion einstellen. Und dann läuft das so langsam hier. So, wie sieht's mit dem Lager aus? Das, ja, da passt was rein. Da passt was rein. So, was haben die gemacht? Ach so, der Picker wird nicht mehr produziert und verkauft. Ja gut, das ist mir nicht so wichtig. Nee, aber so 100 Autos am Tag produzieren, das wäre schon nicht schlecht. Das wäre schon so ein kleiner Meilenstein. Was ist hier das Problem? Was haben die produziert? Das müsste der normale T gewesen sein, oder? Bin mir nicht sicher. Ja, ich werde hier mal den normalen T produzieren. Da gibt es eh zu viele Bestellungen. Deshalb ist das nicht verkehrt. So, dann hier nochmal 27. Ja, Produktion muss hochgefahren werden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, so langsam können wir das ein bisschen eindämmen. Das ist ja schon mal... Oh nein, was fehlt denn jetzt? Was fehlt denn jetzt? Ja, super, das ganze Zeug. Und das... Ja, okay. Naja, 2 Tage steht die wieder still. Ist doch ein Krampf. Kompaktwagen ist weg. Aber die bringen einen neuen Kompaktwagen raus. Okay. Okay, das wird interessant. Da habe ich ein bisschen Angst, dass die mir jetzt hier meinen Electric Tea kaputt machen. Ja. Preis in Ordnung, Drittel mehr als wir ungefähr, gute Leistung, ja, insgesamt schon besser, aber der Preis, naja, schauen wir mal. So, wir haben ein luxuriöses Lenkrad erforscht, das heißt, wir werden hier mit einer Klimaanlage weitermachen, mit einer geilen Klimaanlage, die beste. Ja, ich weiß, das Zeug fehlt, ja, 10 Stunden ungefähr. Ja, kann nicht geliefert werden. Kein Lagerplatz. Ich glaube, das werde ich öfter lesen. Deshalb bekommt ihr hier Lagerhäuser. So, kam jetzt alles an. Ja, kommt Leute. Ich bitte euch. Was ist denn mit der Innenraumausstattung los? Okay, das heißt, noch mehr Lagerhäuser. So, reicht das vielleicht? Sieht so aus. Gerade so. Ja, Metall ist aber kein Platz für. Hier ist auch kein... Oh Mann. Kommt hier noch ein Lagerhaus hin? Dahinter. Boah. So, immerhin, wir haben ganz gut Metall und jetzt hier von dem Zeug auch ganz gut. Ich weiß nicht, warum ich so viel Getriebe habe. Ich weiß es nicht. Das muss ein Bug sein. So, Tesla-Wochenbericht. Gut. Sehr, sehr gut. Aber das geht besser. Produktion ist mir nicht effizient genug. Das ist leider echt ein großes Problem hier. Okay.
offene Bestellungen, die kriege ich auch nicht eingedämmt. Kompaktwagen, oh, das sinkt jetzt stark. Ja, wegen dem Hemi Renator 2, aber der kommt nicht an den Electric T-Ran. Der ist halt einfach zu geil. Ja, okay, jetzt. Jetzt wird's hier eng. So, die Marketingkampagne ist fertig. 47 Leute haben gekündigt. Oha. Dann brauche ich hier nochmal neue Leute. Ich weiß nicht, kann ich das vielleicht mit guten Gehältern ein bisschen kompensieren? Dann würde ich hier einfach mal auf 200% gehen. Ich meine, ich habe das Geld und deshalb, warum nicht? So, hier ein bisschen Bekanntheit für Tesla. Ja, die sinkt, aber ich habe ja eigentlich auch vor, die langsamer mit einer neuen Generation auszuwechseln. Aber irgendwie, das wird ja immer noch wie verrückt gekauft. Also warum sollte ich das tun? Und die offenen Bestellungen will ich natürlich schon noch loswerden. Also es wäre ja blöd, wenn nicht. So 700, okay. Ab 500 würde ich wieder bestellen. So, da fehlen Leute. Ja, wir werben ja welche an. So, nochmal 9 Leute. Jetzt muss ich hier schauen. Oha, ja, habe ich mir doch fast gedacht. So, dann macht ihr mal den Mini. Okay. Nicht genug Produktions... Hä, das kann aber nicht sein. Das ist dann eine alte Nachricht. Hey, Elon. ja, vor 3 Stunden, okay. So. Mhm. Okay, das geht deutlich runter, vor allem beim Electric T, weil da jetzt auch die Verkäufe runtergehen. Deshalb kriegen wir die offenen Bestellungen auch langsam in den Griff. Und beim Electric T Mini, da tut sich noch nicht viel. Naja. Der ist halt doch zu geil. Ja, muss man halt so direkt sagen. Wenn man sich das anschaut, was hier abgeht, kann man es ja nicht anders formulieren. Oh Gott, das ganze Metall, das ich mal in meinem Wahn gekauft habe. Ja, das kriege ich ja auch nicht geliefert. Also, das kann ich vergessen. Wo soll das hin? Keine Chance. Nee, gar nicht. Tut mir leid, aber wohin damit? Nee, das muss jetzt erstmal warten. So leid es mir tut, aber... Wir haben hier gar keinen Platz für... Ja, warum habe ich auch so viel Metall bestellt? Also, hab's aber auch übertrieben. Einen neuen Kleinwagen, den Multiberg D. Okay, das wird interessant. Sehr günstig, das Modell. Sehr günstig. Aber ist genau wie unserer, oder? Aber 5000 Euro günstiger, das ist übel. Das kann gefährlich werden. Auch wenn er natürlich vom Marketing her nicht so toll ist wie unsere. Na gut. So, hier der neue Hemi Renator 2 kann uns nichts anhaben. Der Electric T kann sich hier locker dagegen behaupten. Das ist gar kein Problem. Ja, Produktion müssen wir hochfahren. Das weiß ich doch. Ihr macht mal den Mini. Ihr macht mal den normalen T. So, ihr seid fast fertig. Ne, ihr. Dann macht ihr hier auch weiter den T. So, okay. So, das, der Mini geht nicht runter. Wobei das jetzt natürlich interessant wird, wie der Multiberg D sich anstellt. Aber wir sind ja noch davor. Ja, Probleme mit dem Metall, ich weiß es doch, Leute, aber... Hier ist kein Platz. Hier ist kein Platz für Metall. Es tut mir leid. Okay, was geht hier ab? Okay, der Kleinwagen hier wurde vom Markt genommen. Aber der Stegogyl 81, der neue Kleinwagen von denen, kommt jetzt auch auf den Markt. Und der ist ziemlich teuer, aber nicht wirklich gut. Also,
Naja, ich glaube nicht, dass da viel gehen wird. Der Preis ist echt zu hoch. Okay, einmal 80.000 ist angekommen, immerhin. So, wir haben eine Klimaanlage erforscht. Sehr schön. Dann hier Unterhaltungssystem. Ja, wieder Probleme mit dem Metall. Kann ich jetzt nicht ändern. So leid es mir tut, aber nee, geht gar nicht. Das sieht auch schlimm aus hier, diese Grafik. So, aber das sinkt. Und hier, zumindest beim Electric Tea kriegen wir das Ganze unter Kontrolle. Immerhin da, aber beim Electric Tea Mini nicht wirklich. Ja, wieder Probleme mit dem Metall, ich weiß, aber kann ich jetzt nicht ändern. So, hier muss ich eigentlich auch wieder was bestellen. Vor allem Lenkräder, Motor und Traktionsbatterie und Antrieb. Lenkrad, Motor, die Traktionsbatterie, Antrieb und Lenkrad. Das waren, glaube ich, die Probleme. Der Rest ist eigentlich noch in Ordnung. Naja. So, hier, das lief richtig gut. 23 Millionen Einkommen. Ja, 650 Autos verkauft. Da kann man nichts sagen. Das ist sehr ordentlich. Das lief wirklich gut. Aber hier der T-Mini, der sinkt auch ab. Und der Kompaktwagen, der Hemi-Waiter auch. Jetzt ist sogar der Electric T auch. Der Hemi-Waiter ist sogar vor ihm. Oh Mann. Ach, das ist aber angekommen. Aha. So, dann würde ich sagen, hier ein modernes Unterhaltungssystem. Ja, wieder Probleme mit Metall. Wie sieht es hier aus? Okay, das geht noch. Ja, Electric Tea kriegen wir im Griff. Electric Tea Mini nicht wirklich. Ne, wirklich. Also mehr als zwei Modelle hier produzieren grenzt an Wahnsinn, weil das ist too much, wie man sieht. Und wieder Probleme mit dem Metall. Oh, das wird langsam sehr eng. Und es dauert noch 2 Tage. Oh Gott, das wird doch wieder nichts. Ich sehe es doch schon. Naja, aber bisher sind wir hier bei den Kleinwagen immer noch Marktführer. Und bei den Kompaktwagen auch. Also bisher läuft das eigentlich noch gut. Obwohl unsere Wagen so alt sind, aber ich glaube, es liegt halt auch wirklich an den Preisen. Die sind angemessen. So, hier konnten wir schon mal ein bisschen von den offenen Bestellungen insgesamt ja, loswerden. Hier beim Tea Mini 40 Stück ungefähr, beim Electric Tea 200 Stück, das ist schon mal ordentlich. Ja. Mach mir nur Sorgen, weil wir jetzt kaum noch hier von dem Zeug auf Lager haben. Da wird wieder kurz was stillstehen. Japp. So, Unterhaltungssystem ist fertig. Dann ein luxuriöses Unterhaltungssystem. Wann kommt das an? Oh, so viele Stunden bleibt das stillstehen. Oh Mann. Ja, und dann haben wir auch nur 200, das reicht ja nicht. Also eigentlich muss ich direkt nochmal was bestellen. So leid es mir tut, aber wir haben einfach so viel, wir produzieren so viel. Ich muss da wirklich nochmal ein Tausender von jedem bestellen. Weil sonst geht hier gar nichts und naja,
dann bleibt alles nur still stehen. Das will ich ja auch nicht. Jetzt habe ich den Antrieb vergessen, aber das ist nicht so schlimm. Noch einmal Getriebe, dann fünfmal Antrieb. Einmal Antrieb. Ne, irgendwas haben wir doch von dem Bug ganz oft. Moment, hier erstmal noch den Mini. So, okay. Was haben wir ganz oft? Das Getriebe haben wir komischerweise ganz oft. Okay, ja, toll. Das habe ich gerade schon bestellt. So, Antrieb ist das dritte, genau. Dann viermal Antrieb und das fünfte Mal Antrieb hier, damit wir dann 1000 Stück bekommen. So, Getriebe haben wir. Dann die teure Batterie, das sind dann wieder 7 Millionen. Ne, 8,5 Millionen, die da weg sind. Übel. Also, die Batterie ist echt der größte Kostenfaktor hier. Vier Stück, dann noch eine. So, dann Innenraumausstattung einmal. Ich glaube, da hatten wir auch noch 200 mehr als eigentlich. Das heißt, da könnte ich dann vielleicht sogar, da reichen dann vielleicht 800 Stück. Genau, okay. Und dann zu guter Letzt, nee, noch nicht. Zuerst Lichter und dann kommt zu guter Letzt die Lenkräder. So, hier dreimal Lichter, Glühlampen. Viermal und ein gutes letztes Mal die Glühlampen hier. So, okay, und dann nochmal Lenkräder, weil das so viel Spaß macht. Ja, verklickt, super. Ja, das nervt mich am Spiel, das muss ich auch ehrlich sagen, das hätte man wirklich besser machen können. Also warum kann ich hier nicht einfach eine Zahl eingeben, 3000 zum Beispiel, und dann wird mir so viel geliefert? Und warum muss ich da so lange warten? Kann ich hier nicht einfach eine Expresslieferung irgendwie anklicken, dann kostet es 10% mehr, aber dafür ist es in einem Tag da. Also das nervt mich halt, das ist unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte man sich sparen können. Klar, es ist nochmal eine zusätzliche Challenge oder man muss ein bisschen langfristig denken, ja, aber ach komm, also es gibt ja auch in der Realität Just-in-Time-Lieferungen. Da sagst du, hey, wir brauchen heute noch 2000 Karosserien, dann sind die in 2 Stunden da. Also gibt's ja auch. Vor allem bei größeren Firmen wie BMW, Mercedes, Audi, was auch immer, da gibt's sowas ja. Also dementsprechend, warum nicht hier? Finde ich schade. Na gut, so viel dazu. Wir können wieder produzieren. Genau, sehr schön. Die Teslas werden produziert. Die Marketingkampagne wurde beendet. Okay, dann nochmal Markenbekanntheit für Tesla. So, wie sieht's denn hier aus? Kleinwagen, wir werden dann ein bisschen verdrängt vom Multiberg, okay. Und hier auch vom Hemi-Rater, okay. Das sieht nicht mehr so gut aus. Immerhin, Nachfrage ist noch da, aber ja, die offenen Bestellungen, das ist unfassbar. Ist bei 600 noch. Wir kriegen es auch nicht runter. Oh, was fehlt jetzt denn? Oh, was fehlt jetzt denn? Und wer produziert hier nicht? Du produzierst bitte Minis, aber sofort. Okay, das ganze Zeug fehlt. Ja, super. Oh Mann, 1,5 Tage steht das Ganze wieder still. Ich krieg hier echt einen Anfall. Also, ich... Nee, das nervt mich wirklich extrem. Das nervt mich echt. Das hätte man sich wirklich sparen können. Das ist wirklich, sorry, aber das ist schlechtes Balancing. Kannst du nicht anders umschreiben? Das ist schlechtes Balancing, weil es kann ja nicht Sinn einer Wirtschaftssimulation sein, irgendwie, ja, tagelang im Voraus zu denken, wie viel Waren du wann brauchst und jetzt schon mal 1000 Stück auf einmal bestellen. Nee, sorry, aber
Das ist nicht der Sinn einer Wirtschaftssimulation. Klar, es gehört dazu, aber das kann nicht das Hauptthema eines Spiels sein. Und das ist ja das Hauptthema, weil du einfach nur 200 Stück bestellen kannst und weil das eine gefühlte Ewigkeit braucht, bis es geliefert wird. Ganz, ganz übel. Sorry. So, und zack, hier fehlt wieder Lagerplatz. So, ich hoffe, das ist alles. Oh, immer noch was. Gibt's doch nicht. Ich habe hier langsam keinen Platz mehr. Hier, zack. 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 So, mehr geht hier nicht. Boah, und jetzt produziert aber bitte. Also jetzt gibt's hier keine Ausrede. Jetzt wird hier produziert ohne Ende. Ja, okay, Arbeiter. Ist doch eine Begründung, wo ich sage, in Ordnung. Da finde ich es auch lächerlich. Wenn ich irgendwie 100 Leute einstellen muss, warum kann ich maximal 30 auswählen? Ist doch Quatsch. Tut mir leid, aber nee. Das ist Unsinn. Das habe ich jetzt auch schon zu mehreren gesagt, die gefragt haben. Privat, jo, wie ist das Spiel so? Wirklich cooles Spiel. Macht wirklich viel Spaß. Aber die Map ist zu klein. Die Lieferzeiten sind zu lang. Hier, 12 Tage. Und das nervt. Sorry, aber das ist wirklich ein Krampf. Und das macht so. Es macht schon Spaß, aber der Spaß wird halt deutlich gedämpft durch so einen Mist. Weil das ist unnötig. Das hätte man sich sparen können. Tut mir leid. Wir müssen die Produktion hochfahren. Naja, aber das geht doch jetzt schon ganz gut weg. Also da wird doch deutlich mehr derzeit produziert, als verkauft wird. So, Navigationssystem, nur Audio. Oh, nur Audio ist ja schlimm. Also ein bisschen was will ich ja auch sehen. Sonst nehme ich mein Handy. Nee, das können wir nicht einbauen. Das geht gar nicht. So, Electric Tea geht wieder hoch. Okay, aber Tea Mini kriegen wir in den Griff. Gut. Interessant zu wissen. Wer ist denn hier gleich fertig? Du bist gleich fertig. Dann machst du jetzt den Tee. Du bist auch fast fertig, aber du kannst hier weiter den Tee-Mini machen. Okay, sowas verkaufen wir denn am Tag mehr? Den Tee-Mini tatsächlich. Der geht jetzt nochmal richtig ab. Warum das denn? Verstehe ich nicht. Nee, gibt keinen Grund dafür. Aber okay. Habe ich kein Problem mit. Bestellungen muss ich schauen. Quatsch. Okay, ja, derzeit tatsächlich wieder der Electric Tea. Obwohl der Tea Mini eigentlich lange Zeit an der 1 war, derzeit geht der Tea ein bisschen besser, der normale. So, ein paar haben gekündigt. Okay. Nochmal 30 Leute in die Produktion. So, und produzieren können wir jetzt auf jeden Fall mehr als 1000 Autos am Tag. Das ist schon mal schön. Quatsch, 100 meine ich. 1000 wäre ein bisschen viel, das reicht hier gar nicht, da reicht die Karte gar nicht für. Geschweige denn meine Nerven. Aber 100 Autos am Tag ist ja auch schon mal was und gefällt mir. Hier die offenen Bestellungen gehen beim Electric Tea Mini stark zurück. Den könnten wir schon fast vom Markt nehmen. Und Electric Tea, da müssten wir jetzt langsam wieder mehr produzieren. Ihr macht keinen Mini mehr, ihr macht jetzt den Electric Tea. Verstanden? Zack. Ja, ja, wir stellen Leute ein. Keine Sorge. Wie sieht es bei den Finanzen aus? Ja, wir machen am Tag 3-4 Millionen. Da kannst du nichts sagen. Was hat insgesamt mehr eingenommen? Der Tea Mini, würde ich sagen. Ja, vor allem hier, das sind schon krasse Summen. Und hier sieht man, wenn ich 1000 Stück gekauft habe. Oh Mann. Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne auf visa-planet.de vorbeischauen. Die Website mit Reviews, Previews, News, Interviews, alles was mit Use endet.
und gerne auf Twitter wiesemplanet.de folgen und den YouTube-Kanal abonnieren. Genau, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.